Willkommen bei Wohnmobil Brudis Reise. Heute schauen wir uns mal Staufen an. Was es da zu sehen gibt, das zeige ich euch gleich. Nach dem Intro geht's weiter. Ich starte in Frankreich bei dem grünen Pinöckel südlich von Issoire bei meiner Schulkollegin Kirsten und ihr Mann Hüg. Das Video habe ich schon eingestellt. An der Autobahn in Frankreich fahre ich vorbei, an der Schweiz zum blauen Pinöckel hin, südlich von Freiburg. Da liegt dann Staufen bzw. auch Sulzbach an den Stellplätzen. Da bin ich dann erstmal rangefahren. Es war ein bisschen schwierig, dorthin zu kommen, mit 2,96 Meter Höhe durch eine 3 Meter hohe Öffnung durchzufahren. Aber es hat geklappt. Ich bin durchgekommen, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Das war dann schon ein bisschen spannend. Den Stellplatz in Sulzbach, im Sulzbachtal, habe ich auch schon vorgestellt. Dort habe ich sehr hervorragend gestanden. Und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, denn dort habe ich nämlich dann Claudia und Heinz getroffen. Wir haben abends gegrillt und dann gesagt, wir machen Spieleabend und wir fahren eben halt auch nochmal nach Staufen rein. Und hier sehen wir jetzt den Marktplatz von Staufen. Wir schauen hier einmal uns da so ein bisschen um. Das ist also ein wirklich, da hinten liegt übrigens das Café, wo wir noch reingehen werden. Und dieser Marktplatz ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Wir gehen jetzt mal rechts an dem Rathaus da nochmal hin. Da mache ich nochmal einen Schwenk über diesen Platz. Das ist wirklich eine wunderschöne alte Altstadt. Hier ist das Rathaus gelegen und wir gehen an dem Rathaus jetzt einmal vorbei. Von da kommen wir jetzt gerade und gehen jetzt hier in diese Nebengasse rein. Und was uns dort erwartet, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich schockiert. Ja, hier in Staufen gab es vor ein paar Jahren ein Problem, nämlich im Jahre 2007 hat man hier eine Wärmepumpe im Rathaus installieren wollen und man hat dafür dann Erdsonden in die Erde getrieben, hat dann eben halt die Erdschichten durchstoßen und dadurch ist ein Problem aufgekommen. Ich will euch das mal hier anhand dieses Schaubildes mal zeigen. Und zwar hat man dann hier am Rathaus diese Sonden in die Erde eingebracht. Auch da sieht man dann die Wege, die Bohrspur, die dann auf die Geländeoberfläche dann projiziert wurde. Und man sieht hier dann typisch wie bei Wärmepumpen eben halt, man kann das ja eben halt über Luft, aus der Luft rausholen, die Wärme, oder aber in den Rasen verlegen, oberflächlich, oder eben halt in die Tiefe reinbohren. Aber in die Tiefe reinbohren, das bedeutet natürlich, dass man auch wirklich die Bodenschichten durchstößt. Und hier in Staufen, hier sind eben halt besondere geologische Verhältnisse. Hier hat man nämlich Gips drinne. Und wenn der Gips nass wird, dann dehnt er sich aus. Und wenn sich Gips dann ausdehnt, dann hebt er quasi die Oberfläche an und alle Gebäude bekommen dann, wie man da vorne in dem Haus auch hinter mir sehen kann, oder auch hier an diesem Haus hier, gehen wir mal direkt mal hin, gucken wir uns das an. Da sieht man dann hier diese Risse in der Wand drinne und ja, das Haus hat natürlich dadurch ein Problem, verliert an Stabilität hier, geht bis nach oben hoch, hier sind auch dann entsprechend die Risse drinne. Also da drüben ist das Rathaus, auch am Rathaus dran, kann man natürlich jetzt hier im Film vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber auch da ist ein riesen Riss da vorne im Hintereingang des Rathauses hier zu sehen, geht bis nach oben hoch. Also es ist schon ja überall sehr, sehr heftig, diese Risse führen. Und da oben steht dann auch ganz groß dann Staufen, darf nicht zerbrechen. Das sind dann diese Marken, die man an den Gebäuden anbringt, ein bisschen vergrößert. Normalerweise sind das dann eben halt dann die kleinen Marken, die dann da sind, um zu zeigen, ob sich das Gebäude noch bewegt. Da gibt es dann so Gipsmarken, die man machen kann, aber eben natürlich auch dann irgendwelche anderen Siegel rüberkleben kann. Ja, und damit hat man dann eben etwas Gutes tun wollen, aber letztlich diesen ganzen Bereich dann dazu geführt, dass hier immer Wasser eindringt. Man hat versucht, diese Bohrlöcher abzudichten. Das hat nicht so hundertprozentig geklappt. So werden dann die Häuser, die hier stehen, mit Sicherheit noch ein paar Probleme haben. Also das ist dann so, wie es eigentlich nicht sein soll. Und da vorne an dem Haus, da sehen wir dann auch ein großes Schild. Mit den Rissen kommen die Fotografen, die Fernsehkameras, das Radio, Bilder von geborstenen Wänden, klaffenden Lücken, besorgten Menschen bewegen das ganze Land. Und dann sind sie wieder weg, nur die Risse nicht. Und die Lücken und die Menschen. Staufen war nicht, Staufen ist. Und damit es bleibt, braucht Staufen unsere Hilfe. Das hat dann ein Sascha Zeus gesagt vom Südwestfunk Radio. Das ist ein Moderator dort. Und auch an diesem Haus ist ganz doll hier dieser Riss zu sehen. Den werde ich euch dann auch mal da zeigen, weil die Hand daneben halten, damit man da so einen kleinen Größenvergleich hat. Das ist meine Hand und das sind hier die Risse in der Wand drinne. Also die ganze Innenstadt ist hier in der Mitte am Bewegen. Hier war übrigens eine von diesen Gipsmarken da zu sehen, hier vorne. Da hat man einen Gips draufgesetzt, um zu sehen, wie bewegt es sich dann. Und wenn das dann reißt, dann sieht man eben, ah, es geht immer weiter. Es steht nicht still. Und das ist dann der Effekt von diesen
Ja, und alle Häuser da drüben, alle haben diese Risse drin. Eigentlich sind die alle dann entsprechend abgängig. Das ist ganz, ganz übel. Das wollte ich euch mal so zeigen. Also jedes Mal, wenn eine Bohrung in den Boden reingetrieben wird, kann das ganz erhebliche Auswirkungen haben aufs Grundwasser oder wie hier auf die gesamte historische Innenstadt. Muss man sich also jedes Mal wirklich deutlich überlegen, ob das ein guter Schritt ist. Ich persönlich habe immer bei mir, ja, bei den Wärmepumpen gesagt, also nicht in die Tiefe rein, auch wenn das einen höheren Wirkungsgrad bringt mit Sicherheit, aber was man damit kaputt machen kann, das ist dann gar nicht mehr zu bezahlen und auch nicht wieder gut zu machen. Ja, auch an diesem Haus sieht man diese Risse. Es sind hier schon Sicherungsmaßnahmen gemacht worden, weil das Haus nicht mehr stabil steht. Wenn man sich mal anschaut, wie die Fenster inzwischen schon davon gar nicht mehr gerade in Lot sind. Das ganze Haus ist komplett in Bewegung. Also hier zu stehen ist eigentlich gar nicht so richtig gut. Aber unten sieht man auch im Fenster, wie schief alles inzwischen geworden ist. Auch hier der Spalt an dem Fenster simst da so runter. Und hier mitten im Gebäude, also es geht ganz tief rein. Die ganze Mauer ist komplett durchgerissen. Das Haus ist also abgängig. Das wird mit Sicherheit auch abgerissen werden. Ja, ist nicht schön, so wie die ganzen Häuser auch hier im Umkreis. Auch hier vorne, da stand ein Haus, das hat man wohl auch schon weggerissen. Das nächste Haus wurde gesichert mit solchen Hölzern da. Der ganze Bereich ist hier ordentlich im Bewegen und die Häuser stehen nicht mehr sicher. Ja. Man sieht hier nochmal die Erdsonden, die Klappen dafür, insgesamt 7 Stück wurden eingebaut. Es gab an der Infotafel eine Übersicht über die Chronologie der ganzen Situation, auch dass eben mal zum Beispiel im Jahre 2009 pro Monat 11 mm die Anhebung war. Die Anhebung war zu Anfang sehr, sehr stark und konnte durch geeignete Maßnahmen auch schon deutlich reduziert werden. Ich habe euch jetzt so viel über die Hebungen in der Stadt erzählt, möchte ich euch nochmal die ganz andere Seite von Staufen zeigen. Zunächst mal gibt es eine App, wenn man durch die Stadt geht, kann man sich also mit Hilfe der App eben halt orientieren. Das Ganze ist kostenfrei und bietet sich auf jeden Fall an, dass man sich diese App dann holt. Wenn man durch die Stadt geht, sieht man an vielen Gebäuden eben Hinweise, hier Dr. Faust eben halt. Wir sind dann hier nochmal zu einem Café gegangen und wir sind ja dort auch eben im Schwarzwald, also war es für mich ein absolut gutes Muss und das zeige ich euch gleich nachher, was es für mich noch gab. Ich kam da rein und war erstmal überwältigt von diesem Angebot von Pralinen, die musste ich durch alle probieren, habe dann aber hier mitgenommen davon, aber auch der Kuchen war natürlich genial gewesen. Wir sind dann oben auf die Terrasse gegangen, Claudia und Heinz, und ich habe dann da gemeinsam gegessen. Ich habe mir das Schwarzwälder Kirschtortenstück dann eben halt gegönnt. Das gehört für mich dann einfach dazu, wenn im Schwarzwald ist, dann original sowas zu essen. Und ich habe mir noch eine handgeschöpfte Schokolade mitgenommen. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Was ich auch toll fand in der Stadt, es gab da solche Wasserkanäle, solche offenen Wasserkanäle. Und hätte Claudia mich nicht gewarnt, wäre ich da gleich reingeplumpst. Wie in Freiburg, da gibt es dann auch solche Kanäle. Ist es eben hier in Staufen auch der Fall. Wenn man aber dann in der Stadt ist, guckt man auch schon mal hoch da auf die Burg und da wollten wir dann Heinz und ich am nächsten Tag nochmal hin. Wir fahren also erstmal wieder zurück zum Stellplatz und am nächsten Tag starten dann Heinz und ich nochmal, um uns dann die Burg nochmal anzuschauen. Ja, die Burg Staufen hat also nichts mit den Staufen zu tun, sondern hier ist der Stauf der Kelch. Unten gab es übrigens noch so einen Hinweis-Pylon, eine Pyramide, die ich gleich bei Google Maps eingegeben habe. Und dort stand auch noch so eine Bronzestatue. Ich wundere mich immer, warum bestimmte Stellen von Statuen immer besonders angekrabbelt sind. Ich weiß es nicht, warum das so ist, aber es fällt auf. Ja, dann sind wir nochmal zu dieser Burg dann hochgegangen. Das ist natürlich jetzt nur noch eine Ruine, aber eine wunderschöne Lage oben auf dem Berg drauf. Man kommt nur zu Fuß hin. Der Aufstieg ist auch relativ steil. Heinz und ich sind da richtig gut hochmarschiert. Und man sieht hier anhand dieser Leute, wie steil der Weg nach oben hochgeht. Also das war so die steilste Stelle dort, sodass man eben nur zu Fuß hochgehen kann. Ich würde auch nicht empfehlen, dort mit dem Fahrrad hochzufahren. Haben einige gemacht, aber davon würde ich persönlich abraten, wenn man da den Berg runterfährt und die Bremse nicht mitmacht, dann ist schon ein bisschen sehr steil. Also sollte zu Fuß gemacht werden. Hier steht Heinz im Eingang von der Burg. Diese Silhouette der Burg ist ein ganz markantes Zeichen. Innen drinne gibt es dann einmal eine große Mauer, aber auch einen solchen Turm, wo man noch raufgehen kann. Da wurde wieder ein bisschen hergestellt. Und da oben hat sich dann Heinz nochmal so besonders positioniert. Das war wunderschön gewesen.
Ja, und oben vom Turm kann man in die Burg nochmal hineinschauen, in die Ruinen. Es muss also ein wunderschönes Gebäude damals gewesen sein. Oben an dem Turm kann man natürlich auch, oder man kann eben von dort in die Stadt hervorragend runterschauen. Ein wunderbarer Ausblick, ein tolles Ziel, dort oben hinzugehen. In der Burg sind noch viele Erklärungen. Hier die erste Zeichnung, die erste Darstellung dieser Burg. Man kann sich noch ausruhen, nochmal runterschauen. Heinz und ich sind dann langsam wieder runtergegangen. Von der Burg runter in die Stadt runter kamen schönen Gebäuden, kamen wir vorbei. Und dann nochmal zu einer Tankstelle, die ihrem Namen auch alle Ehre machte. Man konnte dort wirklich auftanken, denn es gab dort ganz viel Wein. Dafür ist die Region dann auch bekannt. Wir haben abends noch gegrillt und mit diesen Bildern möchte ich einen herzlichen Dank sagen fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video.